Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Update meines Zähnenzähns. Ich packe meine Waage wieder weg. Übrigens, der heutige Look ist mit meinen letzten Zähnenzähnen vollbracht worden, außer der Lippenstift. Ja, ich beginne am besten mal direkt euch die Produkte zu zeigen. Mal schauen, was davon wegkommt und vielleicht werdet ihr auch bei dem einen oder anderen überrascht sein. Ich glaube, da kommt relativ viel diesmal weg. Lege mal mein Handy hier nach hinten. Zum einen beginne ich mit einem Creme-Lidschatten. Den habe ich heute unter diesem Gold hier gegeben. Das ist von MAC, der Paint Pot. Da habe ich aufgebraucht 0,07. Die Farbe heißt Let Me Pop. Das ist dieser hier. Ein wirklich schönes Tönchen, aber ich verwende so selten Creme-Lidschatten, dass ich wirklich aussortieren möchte bei solchen, die mich nicht vom Hocker hauen. Der ist wunderschön und der hält auch in der Crease und so weiter. Ich glaube, das war eine Limited Edition, aber der wandert jetzt in meinem Insta-Sale. Ja, dann ein Parfum, das ist das Juicy Couture. Das ist eine mega geile Flasche und wie man sieht, ich habe es ganz, ganz selten verwendet. Um die 3, was auch immer, Milliliter. Es ist ein schöner Duft, aber er passt nicht so richtig zu mir. Deswegen wird dieser ebenfalls in meinem Insta-Sale landen. Wie viel habe ich denn? Was ist denn da drin? 100 Milliliter Eau de Parfum. Ja, habe leider die Verpackung davon nicht mehr. Dann dieses Brow Duo habe ich auch heute für meine Augenbrauen verwendet. Das ist eins von Love. Das ist dieses hier. Das ist halt so ein Highlighter für unter der Augenbraue und eine Augenbrauenpomade. Ich mag es, allerdings liebe ich es nicht. Deswegen werde ich mich von diesem hier auch verabschieden. Da habe ich nur 0,01 von aufgebraucht. Palette von BH Cosmetics ist auch der heutige Look halt mit geschminkt. Das ist die Miss Lynn. Da sind nicht viele Farben drin, aber man kann damit wirklich einen schönen Look schminken, also nicht nur einen. Hier unten, das sind Bronzer, die habe ich mir allerdings, habe ich heute auch oben drauf über den Let Me Pop. Was habe ich davon aufgebraucht? Da, ungefähr 0,15. Werde ich mich aber auch von verabschieden. Kommt ebenfalls in den Insta-Sale rein. Dann mein Body Spray, Ritual Anahata. Ich liebe es. Das wird definitiv nicht abgegeben. Ich habe es deswegen auch nicht ganz so häufig verwendet, nur 2 Milliliter. Ich möchte es einfach nicht so häufig verwenden, deswegen bleibt es definitiv. Dann den Monolidschatten von Catrice habe ich heute im äußeren V drin. Das ist der Chocolate Night Show. Das ist dieser hier. Ist auch ein wirklich schönes Tönchen. Aber ist nicht so, als hätte man sowas nicht in Paletten drin. Da habe ich 0,01 von aufgebraucht und der darf auch aus meiner Sammlung. Lip Liner von Essence. Das ist dieser hier. So schaut der aus. Das ist die Farbe Satin Move und den habe ich, wie oft habe ich den denn verwendet? 0,09 habe ich davon verbraucht. Verschwindet auch aus meiner Sammlung. Dieses Mal relativ viel. Eyeliner. Den habe ich auch heute verwendet. Das ist der Manhattan Amazing Bold Eyeliner. Was habe ich denn davon verwendet? 0,04. Geht auch. Ja. Jetzt kommt so ein geiles Produkt, was ich super fand. Und zwar von Essence, den Extreme Lasting. Ich weiß nicht, ich komme mal kurz nah ran. Ich habe den auch heute auf der Wasserlinie. Das ist dieser hier. Der hält mega gut, Leute. Der ist super. Kann ich nur empfehlen. Die Farbe heißt Silky Nude. Soll sogar waterproof sein. Richtig, richtig toll, der bleibt. Da habe ich 0,15 von aufgebraucht. Ja, und meine Estee Lauder Double Wear Foundation in der Farbe Porcelain habe ich auch heute verwendet, allerdings mit Bronzer und, damit die nicht ganz so hell ist. Ich liebe die Estee Lauder Double Wears einfach und deswegen bleibt sie auch. Da habe ich um die 1,5 oder so von aufgebraucht. Ja, also 3 Produkte bleiben, 7 gehen. Ja, und nun zeige ich euch schon meine nächsten. Da habe ich zum einen ein Puder gezogen und zwar ist das von Hourglass, das Diffused Light Puder. Das ist dieses hier. Ich liebe all meine Hourglass Puder und freue mich drauf, dass das nochmal dabei ist. So, und dann habe ich als Konturprodukt eins gezogen, was in meinem Rolling Project Pen drin ist. Finde ich ganz praktisch, dann kann ich es wenigstens auch wirklich verwenden. Das ist das Barbados Babe
Bronzerchen hier. Und das hat noch 32,24 Gramm. Und ja, Leute, die meinen Rolling gucken, kennen das auch schon. Einen Lip Liner, ähnliche Farbe wie der Essence, ist der von Wood, kenne ich gar nicht. Habe ich im Trash-Päckchen bekommen, die Nummer 04. Das ist dieser Ton hier. Bin ich drauf gespannt. Der hat noch 5,74 Gramm. Das Puder übrigens 87,66. Eine Palette darf auch wieder mit dabei. Da ist diesmal die I Love Revolution The Nudes. Darf dran glauben. Und ich finde die super schön. Also das ist eine Palette wie nach meinem Geschmack, muss ich sagen. Kann ich bestimmt auch so einen Look machen, wie ich heute habe. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Die hat noch 197,38 Gramm. Ja, und ein Parfum darf auch wieder ran. Das ist diesmal so ein Mini von Aniake. Das heißt Pure L und kann man da irgendwie, ja, da sieht man, dass es noch fast voll ist. Es ist so eine Art, was heißt eine Art? Es ist ein Roll-On, was man sich einfach so, ey, komm her, so jetzt aber, jetzt wird's nass, was man sich einfach hinters Ohr schmieren kann. Ich denke, ich werde es mit zur Arbeit nehmen und einfach zwischendurch ein wenig aufzufrischen. Mal gucken, wonach riecht das denn nochmal. Ja, das riecht sehr angenehm, frisch, aquatisch, aber trotzdem pudrig, moschusartig, mag ich. Das hat noch genau 21 Gramm. Ich habe wieder ein Kajal gezogen. Und zwar von Essence aus der Crystal Kajal. Also Crystal heißt einfach nur Shining Star. Das ist so ein Glitter Eyeliner oder Kajal. Und ja, schauen wir mal, wie ich den mag. 3,39 hat er. Ein Highlighter-Puder habe ich gezogen. Das ist allerdings ein Monolidschatten, den ich einfach in dem Falle zweckentfremden werde. Habe ich halt zu meinen Highlightern gezählt, weil als Lidschatten mag ich den nicht so. Aber als Highlighter kann ich mir den sehr gut vorstellen oder als Puder oder so. Probiere ich aus. Der hat noch, wo steht er denn jetzt? Ach hier, 16,75 Gramm. Ja, ein Liquid Lipstick auch. Das ist aus der Soft Matte Metallic Lip Cream Reihe von NYX. Ist das die Farbe Roam? Und da bin ich auch neugierig. Mal gucken. Habe ich, glaube ich, einmal benutzt oder so bisher. Ja. Der hat noch 14,15 Gramm. Wieder ein Creme-Lidschatten ist dabei und schon wieder ein MAC Paint Pot. Diesmal ist es die Farbe Quite Natural und das ist ein schöner Braunton, den ich hier unten habe. Sieht man auch, den habe ich mal als, ich glaube, Augenbrauenprodukt auch verwendet. Und das ist ein richtig schönes, dunkles Braun. Mega geile Farbe. Also das ist auch bestimmt ein super Ton für Solo einfach und so, ne? Mag ich auf jeden Fall. 56,35 Gramm hat er noch. Ja, und dann haben wir noch einen Monolidschatten. Und der ist auch sehr schön. Das ist aus der Essence I Love Soft Metals Reihe. Ist das die Nummer 3 Melted Kiss. Und die sind richtig, richtig weich, die Lidschatten. Und die Farbe gefällt mir auch sehr gut. Mit Sicherheit. Also der wiegt übrigens noch 24,27. Mit Sicherheit ist hier so ein ähnlicher Ton drin, oder? Nein. Haha. Also ich denke mal, den kann man schön mit After Dark, kann man den bestimmt schön tragen. Ja. Oder mit In the Buff. Ja, ich denke mal, guck mal, die Farben passen doch schon mal sehr schön zusammen. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid bei meinem Update wieder mit dabei und seht, was davon gehen darf. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig und hoffe, ihr auch. Und ich hoffe auch, ihr seid gesund und munter. Und ja, bis bald. Ciao!